Wir haben heute vom Polizeipräsidium Ludwigsburg und den beiden Landkreisen Ludwigsburg und Böblingen eine Großübung durchgeführt. Sowohl polizeilicher als auch nicht polizeilicher Rettungskräfte. Sinn und Zweck dieser Übung ist, dass wir unsere konzeptionellen Maßnahmen für solche großen Schadensereignisse oder Anschlagsszenarien auch praktisch üben müssen, um zu sehen, sind wir konzeptionell gut aufgestellt, funktionieren unsere konzeptionellen Maßnahmen, wie greifen Rettungsdienst und Polizeieinsatzkräfte in diesem Fall zusammen, um so eine große Schadenslage zu bewältigen. Wir haben hier in Ludwigsburg im Residenzschloss eine Ordensverleihung zugrunde gelegt. Im Rahmen dieser Ordensverleihung kam es zu einem Sprengstoffanschlag durch einen Täter mit einer Vielzahl von Verletzten im Anschluss. Und die Rettungsdiensteinsatzkräfte mussten bei ihren Maßnahmen durch Polizeikräfte gesichert werden. Man musste eine gesicherte Patientenablage herstellen, die Patienten anschließend durch den Rettungsdienst erst versorgen und dann hier in die weitere Versorgung zu überführen. In einer solchen Schadenslage ist es so, dass wir im ersten Moment ja noch gar nicht genau wissen können, was ist passiert. Gibt es noch weitere mögliche Täter, die gegen Einsatzkräfte agieren können? Man muss die Lage so weit sichern, dass Einsatzkräfte des Rettungsdienstes begleitet durch Einsatzkräfte der Polizei an diesen Schadensort gelangen können, dort Opfer bergen können und in der gesicherten Patientenablage dann erst versorgen. Man kann nicht ausschließen, dass so einem Anschlag ein zweiter Anschlag folgt durch einen Täter, der sich jetzt unter die Opfer gemischt hat. Und da ist es mittlerweile Standard, dass auch Opfer eines solchen Geschehens vor der weiteren Behandlung untersucht werden, damit sie keine Waffen oder Sprengstoff oder Ähnliches mit sich führen. Ja, das ist eine Großübung mit über 1000 Einsatzkräften, sowohl von Seiten der Polizei als auch von Seiten des Bevölkerungsschutzes. Die Vorbereitungszeit hat über 6 Monate gedauert. Wir mussten insgesamt 26 große Arbeitspakete abarbeiten, um diese optimalen Übungsvoraussetzungen auch zu schaffen. Auf die Stadt hat sich es nicht sonderlich groß ausgewirkt. Wir haben es rechtzeitig natürlich vorher angekündigt, dass wir heute an einem Sonntagvormittag üben. Der Übungsraum selbst, also das Residenzschloss, war für die Zeit der Übung gesperrt, war aber auch kein großes Problem, weil zu so früher Stunde noch kein Publikumsverkehr dort stattfindet. Wir hatten im Rahmen dieser simulierten Ordensverleihung auch eine angemeldete Gegendemonstration. Dazu war die Marstallstraße gesperrt und hier jetzt im Bereich des Klinikums natürlich die Allachhofstraße, damit der Rettungsdienst auch diese Behandlungsstraße hier aufbauen konnte. Das ist eine Übung, die nicht jedes Jahr durchgeführt wird. Das ist vom organisatorischen Aufwand her nicht leistbar. Ja, die Übungsannahme, eine sogenannte Lebellage, also lebensbedrohliche Einsatzlage. Im Zuge von einer Veranstaltung kam es zu einer Explosion, was dazu geführt hat, dass wir unsere Planung für diese Maßnahmen, also für diese Einsatzsituation dann entsprechend gezogen haben. Das heißt, ganz wichtig, eine höchst genaue und gute Verzahnung mit der Polizei. Also was sind die Maßnahmen der Polizei, wo gibt es sichere Bereiche, wo ist der Bereich unsicher? Also der Informationstausch ist in dem Zusammenhang ganz wichtig. Deswegen am Anfang auch eher eine zaghafte Rettung möglich, weil wir uns eben im Bereich bewegen müssen, was die Rettung dann angeht, der zumindest teilsicher sich darstellt. Das hat aus meiner Sicht sehr gut funktioniert. Insgesamt eine Übung mit über 1000 Beteiligten in der Art, in dem Übergriff, also vom Szenario bis zur Aufnahme ins Klinikum, dann auch noch landkreisübergreifend. Das Szenario hat sich ja dann in den Landkreis Böblingen verlagert oder parallel mehr oder weniger. Gab es in dieser Art, in dieser Größe in Deutschland noch nie. Mein erster Eindruck war, dass die Zusammenarbeit tatsächlich gut war. Die Verletzten natürlich nicht so schnell versorgt werden können wie bei einem Verkehrsunfall, oder wo man einfach direkt ranfahren könnt. Aber so der erste Eindruck, Zusammenarbeit zwischen Polizei und nicht-polizeilichen Gefahrabwehr, Bevölkerungsschutz, die Sichtung dann am Klinikum selber, die Versorgung der Verletzten aus meiner Sicht wirklich also sehr gut. Es wird sicherlich das eine oder andere geben, worüber wir uns unterhalten müssen, was ich jetzt auch gar nicht gesehen habe, weil ich eben die Presse betreuen durfte, was im Übrigen auch sehr spannend war für mich. Aber im Großen und Ganzen ein absolut positives Resümee. Der Aufwand hat sich gelohnt. Es waren viele ehrenamtliche, freiwillige Helfer, vor allem im Bereich des Bevölkerungsschutzes, die sich jetzt für die Übung eingesetzt haben, beginnend von der Verpflegung, bis dann letztlich jeder Patient auch ein eigenes Patientenkärtchen bekommen hat. Eine Instruktion war
was er zu tun hat, wo er liegen muss, was er sagen muss. Also es ist ein riesiger Aufwand und aus meiner Sicht als ganz erstes Resümee der heutigen Übung absolut gelungene Veranstaltung. Und Gott sei Dank, das Wetter hat auch mitgespielt, das muss man sagen. Das ist natürlich auch schön, wenn es nicht regnet bei so einer Situation. Also insgesamt bin ich absolut top zufrieden. Freue mich jetzt allerdings auch auf den Sonntagnachmittag ein bisschen runter das Rad rauszunehmen, weil es tatsächlich war eine recht anstrengende letzte Woche vor der Übung. Aber ich glaube, wir sind ganz gut aufgestellt im Landkreis Ludwigsburg und hoffen, dass sowas nie zum Tragen kommen wird. Das wäre so mein großer Wunsch, was die Übung insgesamt angeht. Ich muss das vielleicht ein bisschen relativieren. Also es gibt natürlich auch Maßnahmen in anderen Landkreisen, die sich Gedanken machen, wie gehe ich mit so einer Situation um. Das wäre also das Falsche zu sagen, Landkreis Ludwigsburg ist ja der Einzige, der das hat. Aber das muss man schon sagen, eine gemeinsame Vereinbarung zwischen Polizei, zwischen Bevölkerungsschutz, Landratsamt und Klinikum und das planmäßig festgehalten und verifiziert, das ist tatsächlich einmalig nach meinem Kenntnisstand und deswegen auch die Übung. Also es gibt eine Empfehlung des Innenministeriums, wie mit solchen Lagen umzugehen ist und wir haben diese Empfehlung dann jetzt wirklich auf die Bedürfnisse und auf die Struktur des Landkreises Ludwigsburg übertragen und das war jetzt dann auch der Anlass der Übung, um zu schauen, ob unser Plan der Labellage auch funktioniert.